Hallo und herzlich willkommen zu Mario Party! Und ich bin nicht alleine heute. Heute spielt mit mir auch unter anderem der. Ist das mein Einsatz? Das ist dein Einsatz, Florian. Nochmal. Ja, servus. Kann man jetzt sagen, eine Besonderheit? Wir sind wieder zusammen. Oh ja. Also nach der großen Trennung. Ja. Vorjahr hat sich kurzzeitig getrennt, jeder hat seine eigenen Projekte gemacht und jetzt haben wir endlich wieder. Beide sind abgekackt, da haben wir gedacht, kacken wir wieder zusammen ab, weil zusammen macht Kacken einfach mehr Spaß. Oh ja, reichst du mal das Klopapier? Ja. Wir sitzen nämlich gerade auf Flo's Toilette, es ist ein bisschen umständlich. Moment, aber hier, ich reiß dir das ab. Oh, sehr schön, das ist ein Lagegift vom Aldi, geil, für 10er. Moment, war das der Zettel, wo ich brauche? Nee. Ja, auf jeden Fall, Spaß beiseite. Nein, Spaß. Nein, wir spielen heute Mario Party, einfach weil ich den Flo dieses Wochenende besuche und ja. An einem Freitag. An einem Freitag. Und an einem Samstag und teilweise am Sonntag. Und teilweise am Sonntag. Also wenn wir zu viel Zeit haben, spielen wir vielleicht noch eine Runde Mario Party. Mal schauen. Vielleicht sogar zu dritt. Platzmäßig ist leider gerade keine Facecam möglich. Nee. Traurigerweise, wir haben es versucht. Ja, ist egal. Ich würde sagen, ich drücke mal auf Los geht's. Weil wir sind jetzt hier bei Kamix Tun. 10 Runden, ja, reicht locker. Stunde wird man nicht ganz voll kriegen, weil wir schneller sind als die KI. Und daher, here we go. Start. Here we go. Ja, die erste Runde von mir. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Ja. Ich bin übrigens der kleine Dicke. Ja. Genau. Hier sind wir so ein bisschen Überblick über die Map. Regeln lassen wir uns auch noch kurz erklären. Sony Schleichwerbung. Wo? Da im Hintergrund. Ja. Dreieck, Kreis. So. Ja, seid ihr ja Abenteurer. Das letzte Spielbrett steht an. Für uns das erste, aber es ist halt storymäßig das letzte. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Der Flo, ja. Komplett von Kamek entworfen. Macht ordentlich was her, nicht wahr? Da drüben ganz in der Nähe der wachsamen Augen des Kettenhundes blickt eine große goldene Kamek-Statue auf uns herab. Da steht, dass die Worte der Statue. Du sagst dir, wie viele Menschen du benötigst, um einen Stern zu erhalten. Wie viel kostet wohl ein Stern? Na, was denkst du? 130 Stände. Das ist Kamek. Achso, das ist Kamek, okay. Ja. Wieso kann ich besser eine Hexenstimme? Egal, weiter. Es gibt noch einen Steinblock, der den Weg versperrt. Wenn die sagen, man das hier, der ihnen passiert, will Münzen dafür bezahlen muss. Es kommt noch schlimmer. Wer vorbei will, muss mehr Münzen berappen als der letzte Spieler, der vorbeikommt. Es wird ganz schön viel zu beachten, was? Achte auf deinen Weg auf Hindernisse. Wie sieht es mit den Regeln aus? Sollen wir die Regeln durchgehen? Sprechen wir nochmal. Würfel und ziehe die entsprechende Zahl an Feldern. Lande auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Hene Mene! Aber nimm dich 8 vor roten Feldern. Miste! Jedes gewonnene Minispiel erhältst du eine ganze Menge Münzen. Jetzt kommt Mac. Dein Einsatz. Ene Mene Miste, es rabbelt in der Kiste. Ene Mene Mac und du bist weg. Tschüss. Okay, ich gehe. Ja, Münzen das war's allein sind ja jedoch nur das Mittel zum Zweck. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes. Und zwar. Mac! Nein, Sterne! Wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Partie. Ich dachte jetzt Matt. Matt. Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur einen Stern hast. Es ist eben wie beim bekannten Sprichwort: Sterne regieren die Welt. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge des Spiels. Bitte würfeln. Ich bin Erster. Ich bin Dritter. Peach fängt an. Den zweiten Zug macht Rosalina. Hammerbruder ist als Drittes dran. Der Paul, ey. Monty Maulwurf, der Florian beschließt die Runde. Als Startkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Aua. Yay, Startup. Gut, Zeit, einen Stern zu platzieren. Na, seid ihr schon gespannt, wo er landen wird? Der Tor da oben. Hier! Stell ist doch was Wunderbares, wie sie so glitzern und glänzen. Nein, passiert! Wer rüberkommt, kann uns zu Beginn schon 2 Sterne auf einmal einheimsen. Also fleißig Münzen sammeln, um jede Menge Stellen zu erhalten.
Warum klingt die wie die alte bei Neben Sprite? Ja, stimmt. Also Nintendo, was ist los? Was ist da los, genau? Weiß ich, wo die meisten Stände sichern wird? Hui, das wird spannend. Dann mal los. Hast du das gesehen? Aus dem Stand ein Salto nach vorne. Ja, gut. Das kann ich auch aus dem Sitzen. Das ist natürlich von Ballkraft, bei dem Körperbau ist nicht so schwer. So, genau. Wenn ich dann dran bin, erkläre ich auch mal mit den Würfeln, wie das funktioniert. Weil ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich habe eigentlich schon alle Bretter zumindest mal gespielt. Ja, wie viele Bretter gibt's denn? 4 oder 5, oder? 4. 4. Leider nur. Also 6, 7 Stück hätte ich schon gern gehabt. Gut, es gab auch noch andere Party-Modi, aber die habe ich noch nie angeschaut. Was? Die schubsen sich. Bitch Slap. Oh, geil. Hammer Bruder ist am Zug. So, jetzt erkläre ich es mal. Also, wir haben einmal den normalen Würfel, den jeder Spieler hat. Und wir haben einmal den Hammer Bruder Würfel, oder halt den Charakterwürfel. Wenn du jetzt auch zum Beispiel Bowser hast oder so, die haben teilweise sogar noch minus 1 oder Münzen weg oder sowas. Genau, Hammer Bruder hat da ganz normale Würfel, das hat, wie man kennt, 1 bis 6. Und dann hat der Hammerbruder zum Beispiel hier plus 3 Münzen, ein Feld, zweimal, 5 Felder vor, dreimal. Und ich probiere es einfach mal. Ich bin ein bisschen voll risky. Und gleich 5 Felder, nice. Kommen wir zum fliegenden Wickel, zum Flatter heißt er. Warte, ich mein Item laden. Möchtest du was kaufen? Was kann ich denn kaufen? Was ist denn? Ich glaube, Gegner hat 5 bis 10 Münzen. Aber. Ne, ich lasse jetzt erstmal sein. Ich sammle jetzt erstmal Geld. Ich werde eh noch mein Geld bekommen. Ja, was ist denn mein Boni? Sehr gut. Probieren? Ja, probiere ich auch. Einfach nach oben, gell? Ja. So, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Ich hab eins mehr. Siehst du, ich gehe an den Ladies vorbei, ohne sie zu schubsen. Ja, du bist doch so klein. So, jetzt kommt das erste Minispiel. Vier Spieler Minispiel. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist. Nur Dreirad, aber das kenn ich nicht. Ein kleiner Fisch. Gut, hör das Spiel. Ist gut, dass es gibt immer eine Proberunde, die man hier machen kann. Wie cool. Hui! Ah! Was war das gerade? Ah, okay. Ach, das, okay, jetzt verstehe ich. Wenn es vibriert, dann haben wir da einen Fisch am Haken. Ah, okay. Ja, wir müssen den größten halt fangen. Das heißt nicht, dass er der Erste ist, dass er gewinnt. Okay, dann würde ich sagen, drücken wir mal die Schultertasten. Dann sind wir bereit. Es geht auch nicht lustig. War nur das Training. Achso, das muss ich schon mal. Achso. Schultertasten. Genau. Aber jetzt bin ich ja gespannt. Also, ich kenn's auch noch nicht. Oh. Karadosse. Und auch eine rote. Sind wir hier am See des Zorns? Das ist Mario Party. Es wird so oder so im Zorn enden. Ja, deiner war länger. Dann war sie set. Wenn sie sagt zu dir, deiner war länger. Ja. Ihrer war länger. Ja. Ende! Woher so, weißt du, dass du verloren hast? Ihrer war länger. Nee, doch ihrer war länger. Scheiße. Ich hab gewonnen. Ich hab den kürzesten. Oh, Bro. Ich hab bloß ein kleiner Maulwurf. Zur Proportion ist das schon in Ordnung. Das ist, glaube ich, das älteste Mario Party Let's Play, was nicht jugendfrei ist. Gut, dass ihr auf dem Kanal seid. Ich hab 3 Münzen bekommen. 2. Keine. Oh. Gut. Jetzt wieder von vorne los. Das Prinzesschen. Okay. Hallo, Baby, ey! Hallo! Die kauft jetzt bestimmt was. Die kauft das KI, die kauft das. Ja, war so klar. So kaufen soll er jetzt weg. Ach, die verschwinden, wenn du so kaufst. Ja, ich glaube schon. Okay. Glaube, aber ich will es nicht festlegen. Die Items generell kann man auch nur am Anfang seiner Runde einsetzen. Gibt es eigentlich noch Team-Minispiele? Ja. Also, wenn ihr. Du siehst ja auf der Plattform. Nee, das jetzt nicht. Das ist jetzt nämlich. Zufällig, es kann aber sein, wenn. Zwei Leute auf der roten Plattform sind oder auf Ereignisfeldern, dass die dann ein Team werden. Ach ja, weil so war es ja im ersten Mario Party ja auch gewesen. Jetzt halt, du hast die beiden Ladies, das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht nett. Ich habe dich gefragt, ob jemand anders kommt. Der Hammerbruder, ich verstehe, warum bei dem zwei Stück sind. Er ist der Hammerbruder. Ich
gespannt, wie die jetzt am nächsten Runde Münzen klauen. Hoffentlich sich gegenseitig, damit es relativiert. Wenn ich es kaufe, hat er nichts verloren. Magikoppa! Ich bin mir sicher, dass es Sachen gibt. Ich bin nochmal drei Felder. Plus. Safe. Was passiert jetzt? Steckt doch nicht. Cool. Ach, mitten im Ring, geil. Was macht der? Irgendwas. Oh, cool, Stern! Ah! Erster! Oh, cool! Sterne! Das geht ja schnell! Sterne erhalten! Yes! Ja, er sieht es bisher erstaunt aus. Ja, schon, gell? Weil er halt mit seinem Schnabel keine Grimasse ziehen kann. Der Gesichtsausdruck ist wie bei Jean-Claude Verdammt immer der gleiche. Egal, was er macht. Würfel. Ich geh nochmal auf Risiko. Oh yeah! Vor den Ladies! Was kommt los ich jetzt? Ja. Ich zieh mit der Maße mit! Ich voll der Hipster, dann zieh nicht mit! Einfach weil ich damit rechne, dass ich jetzt beklaut werde. Was passiert gerade? Ach, du bist auch nicht beklaut. Yay! Wo sie das Glück haben, der Pfeil dann? Ja, war. Ich glaube, Stern kriegst du nur, wenn der Pfeil in dem weißen Fläche sammelt. Muss ich dann irgendwas drücken oder bewegen? Nee, ich mach das selber. Ach, okay. Das halt. Also ich habe auch vorhin probiert zurückfahren. Ich mach das selber. Okay. Du kannst nur bestätigen. Und ein Maiskamm bereits. Oh ja. Okay. An der Vibration die Antwort finden. Erfüll den Unterschied bei drei Vibrationszyklen. Okay. Ah, okay. Wir müssen also von einem... Ach, ja, jeder hat eine eigene Vibration, mhm. Okay. Okay. Dann wird die wahrscheinlich vorgespielt. Ja. Okay, und dann muss man raten, wer es war. Heieiei. Okay. Das sind zwei Vibrationen, also es kann nur Vogel gewesen sein. Ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Einfach. Endlich im Fernsehen, Mama! Aber ohne Gesicht! Oh. Punkt 1. Okay, ist ja noch einfach. Es ist ja noch Sound dabei. Oh nee, KI, bitte. Bitte. Wir spielen auf schwierig. Ja, nicht auf sehr schwer, aber auf schwierig. Auf schwer. Ach so, wer von der Zeit her. Nee, du musst der schnellste sein. Ah, gut, okay. Ich glaube, du kannst auch schon, bevor der Vorhang aufgeht. Ach du Scheiße. Das ist jetzt mies. Ja. Jetzt kommt erst als zweites und drittes. Oh, das ist jetzt echt fies. Ach du Scheiße. Okay, das wird das, gut. Die letzten zwei sind echt nicht zu unterscheiden. Ah, okay. Ich hoff's einfach mal. Nein! Sehr gut. So muss das sein. Ich achte jetzt auch nicht auf die Vibration, ich achte auf die Geräusche, weil die Geräusche sind ja auch dabei. Oh nee. Gut, jetzt kann ich Geräusche vergessen. Okay. Gewonnen. Ja, ich bin ein Maulwurf. Wie so eine Robbe. Ja. Mach die Robbe. Nee. Ah, die hast du ja bei Pokémon gemacht, oder? Ja, aber da hast du das überhaupt gemacht.
Oh ja! Oh, geil. Okay. Macht mir jetzt schon wieder richtig Spaß. Ja. Und wir haben noch 7 Runden vor uns. Ja. Es ist jetzt nochmal ein richtiges Mario Party. Nicht wie das letzte für die Wii U, glaube ich, wo du... was? Nuller geworfen. Hatte ich auch gar nicht aufgepasst. Ja. Bei dem für die Wii oder Wii U war doch, dass man zusammenspielt, oder? Nicht mehr so gegeneinander, sondern zusammen. Ja, ich weiß nicht, welches es war, aber... Okay, sie glaubt Peach das Geld. Yes! Yes! Oh, Ereignis. Oh, oh. Eine Glücksfälle, okay. Oh. Aber ist in Ordnung. Ich werde 5 Münzen nutzen. Ach, die Ereignisfelder sind die Ausrufezeichen. Lass uns halt mehr Items sofort einsetzen. Das mache ich auch. Vielleicht noch unseren Pilz. Ah, neun Schritte, sehr gut. Oh, das kann ich sogar. Hahaha. Nice. Endlich kommt jemand wegen der Sterne vorbei. Was ist denn so ein Stern? Yeah. Ey, pst, willst du einen Stern kaufen? Ja, bitte schön, ein wunderschönen kleinen Stern für dich. Warum nur einen? Ich hab schon zwei. Das ist egal. Du hast 2. Ja, ja, nee, ich hab natürlich 2. Einmal, obwohl ich das Geld nicht gehabt, weil ein Stern kostet 10 und ich hab 15 müssen. Naja. Aber Bruder ist in Führung. Jawoll. Jawoll. Mal sehen, wie viel ein Stern kosten wird. Ah, okay, die Slotmaschine würfelt das jetzt aus. Was kostet? 5? Ey, geil, ein Schnäppchen. Das war heute Black Friday, das wollte ich ja aufnehmen. Ein Stern kostet 5 Tacken. Ich hab noch 7, gib mir einen. Das Verbündetenfeld. Da kriege ich einen dazu, der habe ich 2 Würfel, die ich jetzt einmal würfel. Was? Ja. Oh. Guck mal, Flo, ich gehe mit dem anderen kleinen Braun. Ja, kaum bist du in Führung, holst du die Braun mit ins System. Ja. Ich bin Komba, wir beide werden uns sicher sehr gut verstehen. Fungi, Fungi, Champignon. Das ist Gumba. Das ist Gumba verbündet, geil. Okay, der wird Gumba verbündet sein. Ja, Paul hat jetzt einen Pilz. Scheidenpilz. Oh nein. Ach gut. Die Reise. Ja, ich wollte eigentlich zu dir die Münzen klauen, bevor du zum Stern kommst. Hat sich ja jetzt erledigt. Ja. Wäre eh wurstig, wenn man auf den Führer. Wenn keiner da oben hinkommt. Na gut, du kannst dir das mal sehen. 10 Felder. Keines. Ich komme langsam, aber stetig voran. Glücksfeld. Oh yeah. Oh, jetzt ist der. Du hast bei der Reichste hier. Gibt's eigentlich noch Bonussterne? Ja, ja, am Ende. Also. Das war's. Also die 2 Sterne, die ich jetzt hab, die sind nachher für den Arsch. Weil du wieder die überholst, weil die meisten Sterne. Was ist denn das Symbol da rechts? Da ist ein Münzspiele. Ah. Da geht es nur darum, dass du Münzen sammelst. Okay. Da ist jetzt Fisch wiederum. Wir haben oft was mit Fische heute. Ah, okay. Wie war das jetzt? Wie soll ich halten? Nee, andersrum. So. Wie halte? L? Nein, nein, nein. Ah, okay. Toll. Wie jetzt? Aber oben hältst du, oder? Ja. Ah, jetzt check ich's. Okay. Ah, okay. Gut, ich hab's gecheckt. Nee, ich noch nicht. Achso, je, im Schwung ist dass du höher fliegst, okay. Mhm. Ich muss halt ins Maul treffen, der Fische. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Ich auch, mach 5. Okay, das ist ja easy. Also, denke ich mal. Ja, toll. Frühstart. Okay, es gibt nur 2 Wurfvarianten. Wenig Schwung, unten, viel Schwung, oben. Also kannst
Boah, du hast sogar noch überholt. Hat sich sogar überholt. Ja, der kleine, dicke Braune kann mit Bällen umgehen. Weil er selber einer ist. Das ist immerhin 4 Münzen. Er trägt mich von da oben so schnell erstmal nicht. Okay. Also wenn ich bei 5 Sternen da hochkommen würde, könnte ich mir ein paar kaufen. Wenn du die Auswahl hast. Ja, wenn ich die Auswahl hätte. Na gut, du musst halt an Rosalina vorbeiziehen, die ist halt immer noch vor dir. Ne, da ist halt auf dem gleichen Platz. Okay, Peach geht den langen. Kann der Kettenhund eigentlich irgendwas machen? Nee, auf dem Ereignisfeld passiert irgendwas. Ach ja, stimmt, da oben sind ja 2 Ereignisfelder. Kannst du Rosalina bei dir? Nee, die ist noch zu weit weg. Ah, dann schubsen die Dinger jetzt hier. Oh, Giftbuch. Kann die einen 3. Ah, nee, minus 2 reinpöttern. Also wenn du jetzt 2 würfelst und die aktiviert auf dich das minus 2, dann bleibst du 0. Ein Stern. 10. Wieder normal. Ich fand es früher besser, wo die Sterne 20 gekostet haben. Ja. Da hat man ein bisschen sammeln müssen. Da ist es auch mal passiert, dass man in der ersten Runde keinen kaufen konnte. Ja, in der ersten 2 sogar. Alter. Holt er sich einfach noch einen Pilz? Ein Pilz? Der Kumba würfelt dann nur einen normalen Würfel. Ja. An der 8. Ah, okay. Naja, ja. Deswegen sag ich ja, du hast jetzt 2 Würfel gleichzeitig. Bleibt der jetzt die ganze Zeit bei ja, dir? Ja. Überleg, wie geil. Das ist das Fiese an dem. Ja, das ist ja mies, ey. Mies und geil. Mhm. Komm, hier mal Mainstream. Das ist der Joy-Con. Ja. Okay, ich habe es vorhin schon gedacht, was hupst da so. Bloß reicht auch, wenn du den Joy-Con nur kurz anhörst. Nein. Nein, ich muss dich zur Decke heben. Ich muss ihn bis zur Decke heben. Mein armer Joy-Con. Ach, weißt du was? Ich kann es mir ja leisten. Ja. Die Anzahl festlegen. Glaube ich. Ja. Ja. Oh oh. Oh oh. Floho. Tja. Ja. So schnell wird man arm, wenn der Hund einen Ball ist. Und trotzdem habe ich immer noch mehr als ihr. Das stimmt. Aber nur noch knapp. Nur noch knapp, ja. Und? Oh, Team. Oh, nee, nein. Schade. Komm, Dreirad-Derby. Ja! Das war das lustigste Spiel im Trailer. Dass hier diese Kreisbewegungen machen mit dem Joy-Con. Boah, noch zweiter. Nochmal. Nochmal eben. Mist, jetzt habe ich gar kein Gefühl mehr. Ich will es nochmal eben. Und dann gehen wir jetzt los. Ja, das hat noch einen Spätstart gehabt. Ja, du hast es besser raus als ich. Ja, mein Tremor. Ich hab dir riesen Branchen an. Ich zieh damit. Ja, okay, los geht's. Ach, warte, das brennt mein Auge. Ah. Na gut. Ja, ein Tatterich hat auch manchmal was, ne? Ja. Ist der schnell? Oh ja. Der schnellste im Ort. Okay, los, komm. Scheiße. Ist aber lustig. Und jetzt kacke ich ab. Ja, ja. Warum hast du die größten? Ich hab die größten Füße, ja. Ja, die meiste Kraft übertragen. 2, 1, los! Komm schon! Ja! Nein! Ja, knapp! Ja! Gerade beim Üben voll abgekackt. Oh ja! Neuer Rekord! Ja, was? Ja gut, neuer Rekord, weil es erst mal ist, dass ich das Spiel habe. Ah, was ein Spaß. Spaß für Groß und Klein. Und für die Mittleren. Oh ja, jetzt habe ich langsam wieder mal Geld.
Die Mitte darf man nicht vergessen. Nein. Die politische Mitte. Das ist wie bei Spielblättern. Von 0 bis 99. 100-Jährige sind total ausgeschlossen. Och, nö. Ja! Also von dir erstmal 5 bis 10 Münzen. Bei meinem Glück sind es 11. Weil es Mario Party ist. Ja, 5. Naja. Nee, 8. Der Name reimt sich auf Pfirsich. So, der hab ich gegeben. Was? Pflaume? Wir hatten einigermaßen sicher. Oh ne, Rosalina kriegt das zu. Giftpilz auf? Auf Peach. Gut. Solange die KI großteils auf sich selber geht. Ja, das ist, weil es halt zwei weibliche Charakter sind und ja, halt von Nintendo. Kann nur eine Blondine für Mario geben. Genau. Dann wäre die Weltraumprinzessin oder die Dominus. Ich sage jetzt nicht, wer ist. Ja gut, du hast ja schon gesagt, die Weltraumprinzessin. Ja, Peach könnte doch auch jeder in Scheiß. Okay. So, die kann dir auch ein bisschen einstellen leisten. So. Ansonsten kannst du echt, wenn du Kohle hast, 5 Sterne oder so kaufen, wenn die 5 anbietet. Sterne! Oh, die ist nochmal 2. Ah! Ja, ja. Aha. 15. Ja, Fluss mit Feuer. Wo du ich könnte mir immer noch 2 Stück leisten. Ja, ja, ich weiß. Noch. Noch. Ich hab so ein Item. Ja, auch Peach wird ja der meisten Geld. Das wird ja auch verbündet. Oh. Luigi, nicht in Super Smash Bros., aber hier ist er dabei. Und beim Tennis auch. Und beim Fußball und Snowboarden. Und beim Mario Kart. Kartfahren, stimmt. Aber nicht bei der Prügelei. Nee. Da ist er nur Helfer-Trophäe, der Arme. Items. Genau. Peach. Einfach weiß er. Weil sie es, glaube ich, zum dritten Mal schon erwischt damit. Oh nein. Oder zweimal? Tja, okay, das ist dein Geld. Das sind deine Abmünzen. Mein Geld. Ich hab kein Geld. Ich krieg's nicht wieder, weil jetzt hau ich ab. Mein Geld in seiner Börse. Oh ja. Oh, cool, cool. Oh, so, was haben sie denn? 6 Münzen. Ding, ding, ding. Kommst du? Jetzt kannst du die Zahl festlegen. Sehr wurscht. Was? Ja, was kleineres als 6 ist ja eigentlich dumm, oder? Außer er weiß natürlich, er kommt auf so ein rotes Feld oder so. Ja. Aber sonst. Es macht keinen Sinn. Ja, okay. Das ist spannend, so. Na gut, warum? Du bist jetzt kurz davor, wieder einen zu kriegen. Ja, vor allem bin ich jetzt momentan erster, weil ich noch meinen Munzen habe. Mhm. Aber trotzdem, du hast einfach mal Rosalina überholt. So geht das. Ja, stabiler zweiter Platz. Stabil, wo wie? Ich hoffe, das war ein Hammer, Bruder. Noch Hammer. Noch Hammer. Ich finde den aber so geil, wie er da sitzt und sich den Bauch trommelt. Das ist alles so knuffige. Komm, richtig, 30. 100. 10. Drecksack. 100 Münzen. Habe ich aber schon mal zusammengekriegt, 100. Das wäre aber. Da habe ich echt Glück gehabt in den Minispielen und in den Feldern. Das wäre aber richtig mies. Ja, 100, ach, 100 Sterne. 10 Münzen kaufen. Ist auch ein Partner, guck. Ich muss noch anhalten. Ich will den Geist. Nee, oh Mann, ich will den Geist. Du kriegst den anderen Luigi. Nein, ich will den anderen. Ich will den besseren. Lass doch mal, was das Luigi dein Verbündeter ist. Von wo hat der einen Glückslippenwürfel, oder? 3, 1, 5, 6, 7. Entweder ganz hoch oder ganz tief. Und, und.
Oh. Mal Team-Minispiel, oder einer gegen drei oder so. Was aus dem Nacken? Team-Minispiel. Was ist das mit dem? Okay. Oh, geil. Ach so. Ach, du musst da hinten das. Oder nee. Nee. Ja. Ich weiß schon, was das ist. Ach, das ist, weil jetzt da einer noch dabei ist. Okay, bei mir, ich habe einen Schutzschild halt. Du musst halt hinten treffen. Du musst von hinten erwischen. Okay. Ja, von hinten kann ich. Das wirst du noch merken. Das ist voll cheaten, oder? Mit der Helfer-Trophäe. Oder? Aua. Nein, der Stein. Der blöde Stein macht einen Pack. Ich kann das nicht machen. Okay. Ha. Komm her, du. Nein! Okay. Tja, ich mit einer Faust und von hinten, das kriege ich hin. Oh, oh, oh. Was ist das? Was? Na, ach so. Ach so, gut, okay. Ich dachte schon, das wäre doch jetzt aber auch mal lustig gewesen. Nein. Du kannst gar nicht rückwärts fahren. Nein! Oh ja, ich mag es, wenn du schreist, Peach. Eigentlich wollte ich dich zuerst raushauen. Ich mag, dass sie losfährt, aber... Ich will so lange, wenn sie dich raushaut. Wie so Hunde, die sich beschnüffeln. Ah, nicht mein Spiel. Wie gesagt, von hinten und mit Faust, das krieg ich schon. Oh, das ist ein Statement, das hier rausgehauen wird. Trotzdem sah es am Ende aus, als würden sich Hunde beschnüffeln. Ja, schon. Immerhin, zwei Münzen. Schon mal drei Sterne leisten, wenn sie es im Angebot hat. Nein! Oh. Stell dir mal vor, irgendeiner kommt jetzt noch auf dem Feld, dass es nur 5 Sterne kostet. Ja, das wäre mies. Super. 6 Sterne, wenn sie es hat. Boah. Das ist super. 1, 0. 4. Ach stimmt, ich habe einen Würfel auch noch. Nice. Dann bin ich auf jeden Fall bei den Sternen. Oder? Nein, du bist kurz davor. Das sind, glaube ich, 8 oder 9 Felder. Ja, dann muss ich nochmal. Ja, du kommst, glaube ich, 1 oder 2 Felder davor. Sehe ich, glaube ich. Steht ja immer nicht wieder. Felder mal braucht ihr, braucht noch 17. Hä, wo steht das? Und? Dann, ach ja, Felder bis Stern 17. Ja. Ah, okay. Und der im Röckchen. 2, wow. Und sie freut sich bei 0, yes. Magikuppa. Boah, cheaten. Da hat sich die 2 gelohnt. Mhm. Jetzt einfach mal. Ich würde vielleicht 6 brauchen. Jetzt reicht ja. Guck. Ach, tatsächlich. Ich hätte jetzt gesagt, es wäre noch 1 mehr. Perfekt. Genau. Und danach schon noch der Kumpel dabei. Oh, noch, den kann ich noch so würfeln, ja, Wahnsinn. Kommst du auf 8 mindestens. Höchstens auf 8. Wahnsinn. Ah nein? Ach nein, stimmt. In dem Fall würfelt der verbündete Unit. Ja. Alter! Wo ist die Sterne? Ja, ich nehme alle beide. 2 Sterne für dich. Ja, mehr hat die nicht auf Lager. Tut mir leid. Jetzt hat es auch 3 genommen. Sterne! Mal 2! Okay. Wie viele Runden haben wir jetzt noch? Noch ein paar. Noch 5 oder 5, so. Ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt. Ja, gut. Bis jetzt habe ich echt Glück. Alter. 1 Stern mit Glück geholt und dran gekauft. Ach, nö. Bei dir sind es immer 5, wenn du da warst. Immer, ja, weil ich halt immer zum Wucherpreis kaufe. Nein. Doch. Ah. Okay, es könnte jetzt das erste Mal sein, dass wir ein 1 gegen 3 Spieler oder so haben. Hätte ich nichts dagegen. Oh, Luigi. Ich riskier's. Jetzt kommt auf ein böses Feld. Das wäre jetzt mies. Glück gehabt. 7! Nee, ich kann mir nichts leisten. Nee. Also, ich könnte mir's leisten, aber ich will ja. Nee. What do you buy? Wer weiß, was ich jetzt noch verkaufe. Ja. What do you buy? Ja, wie Selle kannst du? Wie hat er immer gesagt bei Resident Evil? What do you buy? What do you sell? Stranger, Oh, 1 minus 3. Juhu, alle gegen dich.
Oder du gegen alle. Klotz, Kanoniere, was ist das denn? Garantiert musst du versuchen, uns aus dem Weg zu schalten. Nee, nee. Ah, nein. Ach, du hast so eine große und wir haben so kleine. Ja. Mal warten, bis meine aufgeladen ist. Okay, ich hab gewonnen. Gut, ich bin bereit. Ich auch. Ich muss halt so immer warten, bis meine aufgeladen ist und ihr könnt hintereinander feuern. Weil für meine Kugeln halt mehr Wumms. Naja, du kannst auch mehr als einen. Mhm. Start! Alter! Tja, das hat der Vorteil bei mir, weißt du, ihr müsst oben anfangen und ich kann unten reinziehen. Ja. Dafür habe ich die Wartezeit. Na gut, ich bin auch der Hammer, Bruder. Ich kenne mich damit aus. Bowser hat mir gutes Training gegeben. Und trotzdem kommt Mario immer vorbei. Ja gut, der ist auch kein Spielblock. Aber wenn er sich nicht bewegen würde und ein Spielblock wäre, könnte ich ihn besiegen. Dann, ich glaube, das erste Minispiel, was ich gewonnen habe, oder? Nee, ich habe das Dreirad drin. Nein, das Dreirad drin, ja genau. Das ist aber trotzdem. Turbo-Pilz. Okay, wir können jetzt auch noch einen Stern holen. Wenn sie Glück hat. Vier müsste noch würfeln. Oh, toll. Oh, Ereignisfeld. Sie kommt zum Ketten. Und verliert ein paar Münzen. Gott sei Dank. Warum liegen denn eigentlich die Goldbarre? Oder kriegt sie Goldbarre? Nee. Auf dem Feld war ich ja eben auch. Naja, nee. Meine ja bloß. Oder kriegt sie auf dem anderen irgendwas mit den Goldbarren? Das sind die Goldbarren bloß Deko. Die Kadenz von Kamek. Oder da passiert was völlig anderes. Hm. Here we go. Yes. Da war Luigi Würfel. Sogar Minus. Die kommt jetzt wieder auf Platz. Ah nein, die ist ja noch gar nicht beim Stern. Ja. Aber ja, nicht schon überlegt. Oh scheiße, ist die jetzt ja, Platz 3? Ist sie schon beim Stern? Nee, die kann ja nur unten sein. Ja, Flo. Und jetzt kann sich trotzdem nur einer kaufen. Doch, Peach hat auch schon Stern. Okay. Nee, die hat noch gar zwei. Nee, Peach hat noch gar keiner. So, komm, Peach hat zwei. Wenn du jetzt nochmal auf das Verbündetenfeld kommst. Okay, noch einen. Ja. Ich hab dann gedacht, dann wird ausgewechselt. Mhm. Hab ich auch was gedacht am Anfang, du kriegst zwei, dann oder drei. Also dann kannst du ja echt sammeln. Dann hast du ja bei einigen Spielen echt Vorteile, wenn die extra leben. Die Verbündeten finde ich doof, dass die mit reingezählt werden. Oh, was bist du jetzt? Ach nö, schon wieder. Ach nö, ich hab schon wieder geschrieben. Und noch ein Stern, scheiße. Das wär's. Scheiße. Nee, sechs Münzen. Das sind die wir vorher abgezogen worden sind. Das Geräusch, jedes Mal denke ich, was ist das? Aber immer nur bei dir, gell? Stimmt, bei dir habe ich es noch gar nicht so gehört. Ja. Dass der Joy-Con bei dir rumpfeift. Bitte lass mich los. Oh ja. Drei. Hammer. Na, Hammer bist du. Ich weiß. Weißt du was? Jetzt haben wir den langen Weg. Ich gehe jetzt mal den langen Weg. Weil ich es kann. Und versteckten Block. Ja. Das wäre schwer. Das wäre gut, bitte. Nein! Nein! Nein. Na egal, dafür kommt langsam einer. Mein Erspart ist wieder zurück. Ja, schon. Von was? 48 Münzen? 48 irgendwas. Gegen Peach? Nein! Ach, Langweiler! Verdrängt, das klingt wieder so wie mit einer Faust. Mhm. Oh ja. Okay, worum geht's jetzt? Ja, rauskicken. Beyblade! Oh, in der Luft. Oh, in der Luft ist ja fies. Guck mal, da hinten im Hintergrund eine Kumba, hast du gesehen? Okay, ich bin bereit. Boah, sehr. Oh, verdammt, okay, ich hab mich rauskatapultiert. Ja, du musst am Anfang an direkt da sein. Ja. Ja, guck mal, wir machen so leicht Stoße und die kommen gleich dann mit ihrer Rambo-Aktion. Nein! Nein! Ich bin raus! Und der Gumba kämpft auch. Oh, toll. Das ist ja richtig fies. Wenn du einmal richtig in der Luft bist, hast du kaum noch eine Chance. Ja, zum Glück bin ich gut mit Kugeln.
mein Goomba im Hinterkopf. Eben auch schon. Das war fast die Beyblade. Ja toll! So richtig rausgeballert. Yay! Yeah. Ich glaube, ich war sogar der Erste, der rausgeflogen ist. Weil sie so blöd in die Luft gehauen hat, dass ich keine Chance mehr hatte. Ich hab dich nur so fliegen gesehen. Dachte, ich war Dritter. Wow. Immerhin. Vier Stimmen. Drei Runden noch. Aufgepasst, sind nur noch drei Runden zu spielen. Lohnt sich doch ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Abruder ist auf dem ersten Platz. Montemauro folgt auf Platz 2. Platz 3 gehört Rosalina. Und Peach Miss Mimimi ist auf dem vierten Platz. Weil die hat doch nur Sterne. Aber die meiste Kohle. Ja, vielleicht nicht mehr. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Da bin ich aber mal gespannt. Das ist hier Ding, der, wie damals bei der Killerspiele, Debatte der alte Mann. Das war so ein Typ, der gemeint hat, ehemaliger Lehrer, der meinte, dass Killerspiele blöd sind, obwohl er mit der Materie nichts zu tun hat. Ach ja, da erinnere ich mich dran. Der hat auch ein Interview mit LeFloid geführt. Das kann sein, ja. Den verpasst du. Ja, ich erinnere, das war so blöd. Nein. Ernsthaft? Nein, natürlich kommt der nicht. Der Kettenhund ist hier der Experte oder was? Genau, gute Meinung. Er hat gesagt, Peach wird gewinnen, aber ganz überzeugt sein. Der hat auch nur seinen Gesichtsausdruck. Toll, kommt die Kürzhaltwürfel. Aber der geht auch mit einem Lächeln in den Tag. Jedes Mal. Ich erinnere mich so ein bisschen an den Beißer von James Bond. Ah, ja. Nur der hat wirklich Stahlzähne, der ja. Ja, der Beißer auch. Ja, stimmt, der hat so ein komisches Quiz gehabt. Okay, blaue Felder geben jetzt 10 Münzen. Okay. Und die roten ziehen wahrscheinlich 10. Eieiei. Ja, okay. Gut, dafür gibt es hier aber auch nicht viele Rote. Also 3 Sterne, hier aber 3 halt. Klar, dass Peach doch gewinnen wird. Komm, die kann sich jetzt dann gleich welche holen. Ja, für 5, ja. Mhm. Was kam hier jetzt noch? Was ist los? Mehr Begeisterung, bitte. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe. Aber das lässt sich ändern. Kettenhund wird freigelassen. Komm. Ach je! Achso, bist du dran. Oh je, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. Wir sind noch nie auf die Pechfelder gekommen, ne? Ich hab mich gerade gefragt, was das ist. So ein riesen Pechfeld ist sehr gefährlich, darauf sollte man auf keinen Fall anwenden. Du hast die Gefälle nicht, die letzten 3 Runden stehen an, also gib jetzt alles. Na gut. Peach ist im Zug. Wenn die jetzt richtig würfelt, kann die sich mal 3 Stück, dann kommen die wieder auf den zweiten Platz auf einen Schlag. Sie hat bloß Gas geben. Von Gas? Nicht das. Ist das eine Anspielung, weil ich so ein kleiner Brauner bin? Vielleicht, aber ich denke eher nicht. Also nicht von meiner Seite aus. Sind sogar ein. Ja, total klar. Ah, ja, klar. Aber du kannst nicht mal einen nehmen, du musst sogar mindestens 2 nehmen. Alter. Oh, was ist meiner traurig? Der führt doch mit einem Schirm. Meiner hat wieder denselben Gesichtsausdruck. Deiner. Meiner sieht echt mitgenommen aus. Jedes Mal. Ja. Das ändert sich bei dir. Und bei mir auch nichts. Ich muss meine Augen zu oder aufmachen. Ja, süß, meine sind zu. Du hast keine Augen, du hast ein Maul. 10. Ja. Eieiei. Rosalina kann ich schon mal keine. Gibt dir noch einen Pilz? Alter. Ja, genau, ein Pechpilz. Ja, das hat sie jetzt davon. Jetzt hat sie Pilz. Prinzessin im Pilz. Und Rosalina. Leck mich! Das macht krank. Weniger Züge. Der Felder für dich. Siehst du, meiner sieht sauer aus. Traurig oder enttäuscht. Oder erstaunt, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Soll man die Augen aufmachen? Ach, schade. Schade. Ja, das erste hätte mich jetzt mal interessiert, was das ist. Oder das Pechfeld hätte mich jetzt auch mal interessiert. Nein, jetzt hätte ihr noch einen Block. Ey, wenn die jetzt noch einen Stern kriegt. Boah. Glück gehabt. 5 Münzen mehr. Brauchen wir uns 6. Haben wir. Zumindest auf jeden Fall mal safe Münzen.
viel Felder zwischen. 5. Lala. Ja, komm, das ist immer gut. Die Preise variieren bei dem auch ganz schön stark. Habe ich nicht so drauf geachtet? Nee, das war der Laden. Im Laden waren sie gleich. Und Geld ist wieder drin. Monkey Malwurf. Muss ich jetzt im Feld zurück? Ich muss stehen bleiben. Toll. Null. Immerhin kriegst du Geld. Immerhin krieg ich Geld. Fürs nichts tun. Wie in der Arbeit. Ja, genau. Und. Oh, oh Mann! Volvutinas. Ach. Vorne bewegen. Ah, du musst mit dem Joy-Con. Ah, okay, das ist gar nicht zu weit von vorne lehnen. Okay, jetzt. Turbofeld! Nein, Wasser! Nein! Ui! Ach, ich gucke ganz bei dir auf den Bildschirm! Du musst unten rechts schauen. Ja, ja, sehe ich, dass unten rechts okay. Im Bildschirm ist. Ich bin bereit. Ich denke die ganze Zeit, hey, was ist das für eine scheiß Kamera? Ich sehe mich ja gar nicht mehr. Ja, ich habe auch was gucken müssen. 3, 2, 1, los! Jetzt habe ich schon wieder auf deinen Bildschirm geguckt. Was ist mit meinem Maulwurf heute so cool hin, gell? Dem geht's bestimmt nicht gut. Nee. Was ist los, Flo? Ha? Was ist los, Flo? Oh, ich genieße nur die Aussicht. Ist trotzdem noch Zweiter immerhin. Das ist wie bei Mario Kart. Immer Zweiter. Sehr schön. Ja, sobald es ans Rennen geht, hast du den Heimvorteil. Ja, ja, ja. Erfahrung mit den ganzen Rennspielen. Dann, du hast einen fast bestimmt getunt. Ich sehe den Hammer doch. Ja, das ist mein... Der ist besser beschlagen. Du hast es tiefer gelegt. Das ist fester. Das rollt besser drüber. Ach, hast bestimmt noch abgeschliffen. Alter, mag mal bis Nacht wird, dann kommen die näher uns raus. Oder bestimmt noch so Raucheffekt. Ey, am Rand. Ich habe eine Luftfederung drin, dann geht's noch tiefer. Und so Lowrider-Funktion hat's auch. Hat's auch einen Party-Modus. Oh ja, wieder Tesla Model 3. Schaut uns mal Tesla Model 3 Party-Modus an. Nein! Doch. Ich habe genug Würfel, um vorwärts zu kommen. Aua. Schildkrötenpilz. Die blöde Kuh lacht noch. Die nichts reißt hier. Und doch, noch keinen Gefährten hat. Doch, die ist Zweiter. Ja, toll! Ja, super. Das hat jeder einen Gefährten. Mist. Den kriegt sie. Bowser, komm, Bowser. Nein! Ihr Kind. Ihr Sohn, irgendwie. Ihren Sohn, ja. Den vermeintlichen Sohn. Vielleicht wirst du sehen, was für ein Kerl hat. Ey, ich bin der Hammerbruder. Siehst du, es bleibt alles in der Familie hier. Doch, der Bruder, Hammer. Hammermäßige Bruder. Soll die noch uns jetzt die nächsten Sterne? Und sogar 3 holen, boah. Boah. Ja, okay, die holt sie jetzt 3 Sterne. Boah, die holt sie sogar. Oh ne, schließt auf mit mir. Schließt auf mit mir. Ja, schließt jetzt auf mit mir, okay. Also wird's wahrscheinlich die Bonussterne. Bonussterne müssen wir mal gucken. Bonussterne und noch die Münzen. Ja gut, kommt drauf an, was jetzt dann zählen, weil die Bonussterne sind immer random. Sterne! Das weißt du immer nie, was am Ende ein Bonus draus kommt. Was nützt alles Geld der Welt? Ja, fass mich an, du Sau, genau. Oh, yeah. Ich streiche hier gerade Flo, weil er so traurig ist. Genau, an meiner erogenen Stelle. Die Schulter rechts außen. Okay, super. 15. Der kostet 15 Münzen. Die blöde Kuh macht doch Geld ohne Ende. Ja, sicher. Deswegen steht die jetzt immer da, weil die ganz genau weiß, dass wir da vorbeikommen. Der braucht da noch Toads Treasure. Treasure-Tracker. Ja, genau. Captain Toad. Die blöde Kuh macht das Geld. So ist es entstanden. Wie denkst du, hat die ganze Map gebaut? Ah. Das heißt, das Geld aus dem Spiel. Und auf jeden Fall mal vorankommen. Das habe ich ja auch noch, stimmt. Das ist auch noch ein.
Wer ist ein paar gereiste Kutsche? Sag die Bitch, Peach. Hätte auch dich beglauen können, aber so fies will jetzt nicht sein. Danke. Es reicht schon, wenn die Gegner auf uns immer zu kommen, damit du dem Sohn nichts zu essen kaufen kannst. 6 Münzen, das war nicht Quatsch. Es wird dir versprochen, 10 auf der Verpackung. Ja, gut. Pilz schon mal eliminiert. Super, 2. Sehr schön. Piepst, wieso piepst das bei mir? Ich weiß gar nicht, ob es in der Aufnahme hört. Bei mir piepst. Aber in der Aufnahme meine ich. Ja, beim nächsten. Ich hab grad ein Bild gemacht. Ja, toll. Beim nächsten Mal halte ich hier dran. Besonderes Ereignis. Jetzt werde ich wieder nach hinten. Wart ab. Nee, kommst dahin, wo keiner bis jetzt war. Ich habe schon mal gedacht, was kommt jetzt da raus? Hä, okay, was bringt mir das da hinten? Weiß ich, kommst du in der Röhre raus. Minispiel. Doch. Ja, wir sind jetzt bloß ein Spiel gehabt, gell? Ganz genug 3. Ja. Bonbon-Glas. Ah, das ist cool. Den kenne ich jetzt nicht. Ja gut, ich, ist klar, dass ich nicht kenne. Senkrecht halten. Okay. So rum. Ja. Schüttel. Das Bonbon-Glas leeren. Komm raus! Ja! Jungs, bei mir steckt ein Zäpfchen quer. Hä, oh. Geht's jetzt los? Oh, oh scheiße, schon, hab ich falsch gedrückt. Ja. Start! Oh, jetzt hab ich Pech, hey. Raus, du Pflaume! Nein! Ja! Nein! Das blöde Ding da unten! Sie fix! Warum kriegt sie Karies? Und Diabetes! Ja, Typ C. Und Meningitis. Was auch immer dir Spaß macht. Was auch immer das mit Bonbons zu tun hat. Keine Ahnung. Ach, da ist ja tatsächlich das. Da oben so ein Spezialfeld. Ja, ja, deswegen. Das ist eine Wolke. Ich krieg dir irgendwas Geiles gestellt. Noch bin ich erst mit 55 Münzen. Also ich kann mir die Wucherpreise von Poltert auch leisten. Bin auch am nächsten dran. Letzte Runde. Ja gut, das schaffe ich jetzt nicht mehr, Sterne zu holen. Aber ich kann mir... Nee, ich kann mir das Item voll nicht mehr kaufen. Ich glaube, diese Runde wird keiner mehr einen Stern, außer mit Glück. Jeder kriegt jetzt einen Stern, außer den Paul. Naja, ich weiß kurz davor, was eine Runde mehr und ich hätte jetzt 3 Sterne absagen können. Aber warte ab, jetzt kriegt jeder so ein Geheimfeld und kommt auf einen Stern. Oh, schade, das wäre so gut. Super, weil es ewig in Führung von Anfang an und dann und... Boah. Du dumme Nuss. Du dumme Nuss. Ganz ruhig, Mauskinski. Du dumme Sau. Die lacht auch noch. So, jetzt wird hier auch. Die wird bestimmt von Stern getragen, dass ich vielleicht 10 Mann. Ja, ich habe besser erwischt. Die hat jetzt zweimal dahin getragen und hat sich das Geheime. Ja, dann ich muss jetzt aber auch noch irgendwas dafür kriegen, dass ich jetzt im Geheim bin. Irgendwas. Ich glaube, irgendwas Special. Toll. Immerhin kriege ich Geld. Geld, 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 Geld. Damit bin ich in der Reichste. Ah, verdammt, jetzt, ich wollte es ja dran halten. Jetzt ist es wurscht. Ah, vielleicht schafft man es ja noch. Komm, eine 7. Ich will einmal eine 7. Fast. Ähnlich, Flo. Ah, schade. Aber es wäre jetzt, das Versus hätte mich jetzt auch mal interessiert. Ja, jetzt. Hallo, ich bin's, Lakito. Dass du es bis hierher geschafft hast, ist eine tolle Leistung. Du hast Glück, ich werde einem Gegner einen Stern oder Münzen für dich klauen. Wehe. 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 Sie abgeht. Yeah!
Ach ja, das ist jetzt für mich die Genugtuung. Das hört sich gleich auf, oder? Ja. Wesen Sternheld. Annabeth, kriegst du nicht. Oh yeah. Es ist so, hat doch noch einer einen Stern gekriegt. So, und wenn ich jetzt noch beim Gewinnspiel, bei dem Feldglück habe und beim Minispiel, komme ich auf Platz 2. In die Röhre komme ich noch rein. Ja, ja. Also wenn ich jetzt Glück habe. Schau, wo du rauskommst. Ach, da unten. Oh, du Armer. Verdammt! Das hat über 40 Münzen ausgegeben. Aber ich habe einen Stern gekriegt. Immerhin. Und bin immer noch Letzter. Ja, alle gegen dich. Oh ja. Oh ja, das mag ich. Sauberer. Ja, mehr Staub einsaugen. Ja, im Saugen habe ich auch den Vorteil. Staub und Dreh ist der einzige Mann, den ich nicht verlassen kann. Ja gut, mit 4 Leuten ist das bestimmt einfacher als mit der KI. Naja, die Lenk... Gut ist halt, du kannst mehr einsaugen und... der Staubsauger wird in verschiedene Richtungen gezogen. Ja, deswegen meine ich ja, dass du da den Vorteil hast. Ja. Wenn wir jetzt zusammenspielen würde. Würde ich hier jetzt sagen, sollten wir doch nicht. Mädels? Tja, die Mädels sind noch nicht so erfahren beim Saugen. Schauen wir mal. Ja, der Gewinner trägt nur Müll raus. Scheiße! Du bist halt schnell ein Gartenloch und gräbst es ein. Ja, in eurem Garten. Aber leider trotzdem. Bei Prinzessin Peach, die hat genug Fläche. Ja, stimmt. Die Runden sind beendet. Da ist es jetzt Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Oh, jetzt kommt der größte Abfuck. Dieses extravagante letzte Abenteuer ist hiermit abgeschlossen. Das wird sterbenreiches Finale, das doch war. Wir haben nun gewonnen. Ja, wenn ich nicht gewinne, habe ich einen Hammer. Ich knüppel euch nieder. Also dann, gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Bonus. Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Münzen gesammelt hat. Ja, gespannt. Dieser Bonus geht an. Hammer, Bruder! Yes. Welches wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Der Trödelbonus. Wer kriegt den wohl? Der Trödelbonus? Diesen Bonus bekommt der Spieler, der die wenigsten Felder gezogen ist. Das ist sowas wie die goldene Himbeere. Dieser Bonus geht an. Was? Oh, was? Ja gut, ja, da kommen spätestens Sterne geholt. Ja, stimmt. Stimmt. Allzu so gut. Und wer hat nun gewonnen? Trommelwirbel! Ja, wer wohl? Luigi! Geht an. War Luigi. Da war was gewinnt. Sein Ticket für Smash. Hammer, Bruder! Ach, ich bin voll heiser. Endlichen Glücksprung. Meningitis! Fünf Sterne zu viel zu sag ja, das ist voll der Abfuck eigentlich. Also irgendwie, der Mauer versteht nicht, was gerade los ist. Was? Ich weiß auch nicht, ob er sich freut oder nicht. Der weiß nicht, ob er sich freuen soll oder nicht. Vor allem Rosalina. Oh, die ist deprimiert. Details. Sogar die meisten Münzen im Spiel gewonnen. Okay. Nee, du. Nee, ich. Ha! Ich hab nur bis zu mir geschaut. Die meisten Felder benötige ich nicht gegangen. Die Grafik meines Aufstiegs. Immer vorne, immer dabei. Das fies ist Rosalina mit den Sternen dabei. Ja. Zwischen 8 und Runde 9 und zack wieder. Ja, ich hab sie zu mir runtergezogen. Ja. Sehr gut. Ja, das war eine Runde Mario Party. Sehr geil. Sehr geiles Spiel, muss ich echt sagen. Hat echt Fun gemacht. Vielleicht echt nehmen wir nochmal eine Runde auf. Vielleicht noch mit einem anderen Gast. Ja, oder nochmal wir zwei zumindest. Je nachdem, wie wir Zeit haben. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.